mit dem Coaching angefangen hast, wie du uns kennengelernt hast. Wo würdest du sagen, hast du da damals gestanden? Damals habe ich hier gestanden. Und wo stehst du jetzt? Schrittweise die 3 Stufen hier oben. Ja, Wolfhard, schön, dass wir jetzt ein bisschen Zeit haben, uns zu unterhalten. Wir haben das ja gerade eingeleitet. Also es geht darum, Unternehmern ein bisschen Hilfestellung zu geben. Was kann man mit dem Silber erreichen? Was kann es im Leben helfen? Wir haben ganz bestimmte Personen, wo ich genau weiß, die kommen aus dem Unternehmertum und die würden gerne von jemandem wissen, der das alles durchlaufen hat. Was hat er denn hier mitgenommen? Vielleicht sagst du erstmal kurz was zu deiner Person, wer du bist. So, was einfach nur ein bisschen Hintergrund weiß. Ja, mein Name ist Wolfhard Kurz. Ich komme von der Ostseeküste. Komme von der Ostseeküste, habe dort ein Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnik. Wir arbeiten für Kabel Deutschland als Komplexdienstleister. Das bedeutet, wir führen den Service und die Wartung in 7 Tagen, 24 Stunden durch. Wir installieren jeden Tag ungefähr 200 HSI-Anlagen, das heißt Internet und Telefonie. Wir führen die Verkabelung in den Wohngebieten durch. Wir führen die Störung im Erdreich durch. Wir verlegen Glasfaser und führen alle Arbeiten aus, die noch in den Randbereich reingehören, sind für ein größeres Gebiet verantwortlich, für Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein bis Hamburg und Kiel. Und ich habe mittlerweile 120 Mitarbeiter und steuere auch noch Subunternehmen. Und das sind natürlich riesige Herausforderungen, die alle in Einklang zu bringen mit meiner Familie und meinem Hobby und mit meiner Freizeit und dem Festival, die Zabernale, das ich auch noch organisiere, war natürlich eine starke Herausforderung und hat mich sehr gestresst. Ja, und dann sind wir im Grunde schon beim Thema. Du sagst, hat dich sehr gestresst. Gab es denn bestimmte Punkte in deinem Leben, die du angehen wolltest, wo du eine Lösung gesucht hast und was war das? Ja, das ging ja schon nach der Jahrtausendwende los. Dort lebte ich damals in einer Beziehung, in der ich mich sehr geklammert fühlte. Aber über das Sensedo und die Introvision habe ich eben erfahren, dass ich in einer Klammerbeziehung lebe. Und als ich dies dann offen angesprochen habe, ist mein Partner sofort explodiert und ging die Beziehung zu Ende. Mhm. Ja, und in dieser Situation, jetzt hast du bist Unternehmer, du hast private Themen und so haben wir uns auch kennengelernt. Weißt du noch, wann wir uns kennengelernt haben? Ja, im Jahre 2001 bei Tony Robbins in Frankfurt, als wir als Staff den Platz gefegt haben. Ja, genau. Ja, das war 2001, genau. Und du hast vorhin in dem Gespräch, haben wir schon so einige Punkte angesprochen, was du damals als Unternehmer, welche Herausforderungen hast du gehabt und die hast du mit ins Coaching hineingebracht? Was war das? Welche Themen, was ein Unternehmer auch in allgemein beschäftigt? Für mich waren das damals die Themen einmal Gesundheit. Ich habe mein Leben lang ein Thema mit Übergewicht. Das ist so mein schwierigstes Thema. Und ich denke mal, dass viele Unternehmer ab einem gewissen Alter zusätzlich noch ein Thema mit dem Blutdruck haben und das Thema Übergewicht. Bei den meisten Unternehmen, die ich so kenne, fehlt die Zeit zum Sport, Ausgleich, Stress, alles drum und dran. Das war ein Beweggrund, der mich motiviert hat. Und der zweite war eben, damals war ich ja noch in einem kleinen Unternehmen, hatte so 7, 8 Mitarbeiter, aber da fiel es mir schon schwer, die zu führen und überhaupt so eine richtige Mitarbeiterführung anzunehmen und mich in der Rolle als Führungskraft wohlzufühlen. Und dieses Führungsverhalten, das wollte ich eben lernen. Und das ist ja eine große Herausforderung als Unternehmer, denn die Mitarbeiter nehmen den Unternehmer ja als Vorbild. Und ein Unternehmer, der Chef ist immer Vorbild, ob positiv oder negativ. Er kann sich das nicht aussuchen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, bestimmte Dinge funktionieren nicht. Habe so einen Spiegel von meinen Mitarbeitern bekommen und habe gesagt, nee, jetzt muss ich was an meiner Person ändern, damit ich eine neue Sicht der Dinge habe und neu auf die Menschen zugehen kann. Mhm.
Und als du dann uns kennengelernt hast und angefangen hast, mit uns zu arbeiten, war einmal das Thema Gesundheit, Mitarbeiterführung, hast du gesagt, dann auch in deiner eigenen Person, weil du gemerkt hast, Mitarbeiterführung, ich muss auch was an mir ändern. Und wie würdest du jetzt sagen, was ist der Punkt, was hat dir Sensedo gegeben, was hat dir die Arbeit, die du mit uns gemacht hast, wo hat das angesetzt und was kam da für dich raus dabei? Also die Arbeit mit Sensedo hat mir als Ergebnis eine innere Freiheit gegeben. Ich habe erkannt, welche Themen ich hatte und die ich ändern muss, um mein Unternehmen erfolgreich zu führen. Und gerade nach den letzten Introvisionen in der Oberstufe habe ich meine Umsätze steigern können, habe meine private Lebensqualität verbessern können und habe auch einen ganz anderen Background bei meinen Mitarbeitern gefunden, da ich mich um die Dinge kümmere, die ich mich sonst immer gedrückt habe. Und dass du dich gedrückt hast und jetzt drum kümmerst, diese Verhaltensveränderung, kannst du schon auf die Arbeit, die du jetzt hauptsächlich mit Peter gemacht hast? Kann ich auf die Arbeit zu 100%ig zurückführen. Okay. Die zweite, also das ist einmal der Bereich der Mitarbeiterführung, auch der Selbstführung im Bereich Gesundheit. Was hat sich da verändert? Wie war da so, du sagtest am Anfang Stress, ein hohes Arbeitsaufkommen, was du als Unternehmer hast und das in Einklang zu bringen. Was hast du da aus der Arbeit mit uns herausgenommen? Na, dadurch, dass ich meine Einstellung zu meinen Mitarbeitern und zu meinen Teams geändert habe und in die Teams reingegangen bin und auch die Details gelöst habe, haben meine Mitarbeiter angefangen, sich mitzuentwickeln, und durch die Weiterentwicklung meiner Mitarbeiter, die ich dadurch bewirkt habe, konnten sie mir wieder bestimmte Dinge abnehmen, um die ich mich heute nicht mehr kümmern brauche, und das schafft für mich wieder Freiraum, strategisch und kreativ tätig zu sein. Thema Gesundheit, hast du deine Gesundheitsthemen auch verändert, verbessert durch die Arbeit mit uns? Ja, ich habe seit den letzten Sitzungen 9 Kilo abgenommen, habe meinen Blutdruck runterbekommen, brauche nur noch eine halbe Tablette nehmen, statt eine ganze morgens und eine abends. Und ich denke mal, wenn ich jetzt noch 5 bis 8 Kilo abnehme, dann brauche ich gar keine Medikamente mehr nehmen. Sehr gut, prima. Ja, du hast ja vorhin gesagt, in der Oberstufe, also wir kennen uns seit 2001, jetzt 2014. In dieser Zeit hast du ja einmal das innere Sensedo gemacht. Du hast verschiedene Stufen durchlaufen, von der Basis, Aufbau und Oberstufe. Also du hast das gesamte System durchlaufen. Aber wir hatten auch noch andere Sachen. Du warst zum Beispiel mit deiner Familie da. Vielleicht erzählst du da mal, was wir noch so neben dem Coaching gemacht haben. Ja, mit meiner Familie haben wir viel Sport getrieben, haben eine Kombination zwischen Sport und mentalen Dingen geschaffen, und meine Kinder und auch meine Lebensgefährtin haben kennengelernt, wie man sich verteidigen kann, ohne riesige Kräfte zu entwickeln, sondern dass bestimmte Fertigkeiten und mentale Einstellungen viel wichtiger sind als Muskeln und Kraft für diese Themen. Also du bist ja mit deiner ganzen Familie gekommen. Ich kann mich erinnern, waren auch deine besten Freunde waren auch dabei. Mhm. Ich denke ja gerade an den Achim. Also Familie, so dein direktes, engeres Umfeld hast du mit reingenommen. Wir haben gemeinsam trainiert, wir haben gemeinsam zusammen gearbeitet. Was hat das verändert in deinem Leben, dass du deine Familie und deine Freunde damit eingebunden hast? Na, es hat mir Spaß gemacht, dass das, was ich persönlich erlebt habe und auch wusste, was mich hier erwartet, dass ich mit anderen Menschen das teilen kann. Mhm. Es ist ja viel schöner, wenn man gewisse schöne Erfahrungen und Lernerfahrungen mit anderen Menschen teilen kann, als wenn man nur alleine lernt. Und hat dir das auch geholfen, im Alltag die Sachen besser umzusetzen, weil vielleicht dein Umfeld dich besser verstanden hat, das auch nachvollziehen konnte, was du hier machst und welche Ansätze du hier in dein Leben und dein Unternehmen bringen möchtest? Ich denke mal, mein Umfeld hat gespürt, in welcher Form ich mein Verhalten geändert habe, und
wie ich mit den Themen des Lebens und des Tages und den Zielen umgehe. Ja, und dann? Waren wir ja auch bei dir. Wir haben ja auch mit deiner ganzen Firma gearbeitet. Das heißt also, erst kamst du, dann hast du die Familie mit reingebracht und dann der nächste Schritt war ja in die Firma, also auch das größere Umfeld, um die mit einzubinden. Kannst du sagen, oder was kannst du dazu sagen, wie hat sich da die Akzeptanz auch vielleicht für deine neue Ansatzweise, deine neue Umgang mit den Mitarbeitern verändert? Naja, die Akzeptanz war ja am Anfang schwierig für meine Mitarbeiter. Sie waren es nicht gewöhnt, diese Art von Seminare durchzuführen und dann noch an einem Wochenende 2 Tage kostenlos dafür zu opfern. Aber es hat viel Bewegung bei mir im Unternehmen reingebracht und meine Mitarbeiter haben angefangen, darüber nachzudenken, sind sie im Unternehmen richtig aufgehoben oder nicht. Und es haben auch einige Mitarbeiter danach gekündigt, weil sie festgestellt haben, die Firma Lehmsieg ist doch nicht mein Zuhause. Ich gehe jetzt wieder in den Osten zurück, wo ich herkomme, aus Neubrandenburg. Der nächste ging da wieder in seine Heimat zurück. Das hat auch ein bisschen wehgetan, aber das war, glaube ich, sehr gut. Dann sind die Menschen bei uns geblieben, die sich wirklich für das Unternehmen entschieden haben und haben dann auch die Energie reingesteckt. Ja, du hast uns beide ja über die Jahre immer wieder erlebt, uns kennengelernt, besonders intensiv hast du mit Peter gearbeitet. Was kannst du über ihn als Coach sagen? Du hast ja auch schon viel, viel Erfahrung. Ich weiß ja, in diesen Jahren viele Seminare besucht, verschiedene Coaches in Anspruch genommen. Was kannst du über den Peter sagen? Und was würdest du sagen, was ist bei ihm besonders, was ist bei ihm anders? Also, egal welche Themen ich hatte, ob das persönliche Themen war, spezielle Themen mit der Firma, spezielle Lebensthemen, immer wenn ich die Themen angekündigt habe und Peter um Rat gebeten hat, hat er sich für mich Zeit genommen und hat bestimmte Lösungsvarianten ausgearbeitet und ist mit mir dann durchgegangen und hat auch die entsprechenden Trainings dazu und Übungen mit mir durchgeführt, die ich dann selber gelernt habe, wenn dies denn notwendig war. Und ob das ein Thema war in Konfliktsituationen mit Mitarbeitern, ob das ein Thema war Konfliktsituationen in der Familie oder ob ich eine bestimmte Haltung in mir ändern wollte, das waren ganz unterschiedliche Themen. Und Peter hat dann aus ganz verschiedenen Lebensbereichen oder seinen Bereichen, was er so gelernt hat, immer das passende Werkzeug für mich gefunden und das hat mir sehr geholfen. Also egal, mit was für schwierigen Dingen aus meiner Sicht ich ankam, wir haben immer eine Lösung gefunden. Und was würdest du über ihn als Mensch sagen? Ja, als Mensch ist er ein sehr toller Familienmensch. Er hat sehr viel Erfahrung im Therapiebereich und kennt sich mit allen Lebensthemen aus, wie ich das so einschätzen kann, ob auf Unternehmerseite, er weiß, was da passiert, er weiß, was auf Mitarbeiterseite passiert, er weiß, was in der Polarität passiert, in der Einheit passiert und kann immer irgendwie erklären, wie die Dinge zueinander stehen und wie das miteinander funktioniert. Und wenn du ihn jetzt vergleichst, gerade, ich frage das deswegen, weil ich weiß, wenn jemand Erfahrung hat, mit vielen Coaches schon gearbeitet hat, dann kann er ja auch mal ein bisschen sagen, okay, das ist vielleicht das Besondere, das ist etwas, da kann man schon sagen, da arbeitet er ganz anders, da hat er seine besonderen Stärken. Was würdest du sagen, was ist das? Ja, die besonderen Stärken bestehen darin, dass nicht nur Wissen vermittelt wird, das Wissen, das habe ich auch schon früher bei anderen Seminaren mir erworben, sondern dass die Dinge im Gehirn auch angewendet werden durch die Arbeit im Sensedo und bestimmte Glaubenssätze und andere Themen automatisch selbst intern bei mir gelöst wurden, ohne dass Peter das aktiv gesteuert hat, sondern hat mich selber dorthin geführt, hat mich selber zu meinen Themen geführt und ich habe dann auch meistens selber die Lösung gefunden. Und das ist ja das Interessante und das Wichtigste, dass man die Dinge, die man in sich hat, meist noch nicht entdecken kann und entwerten kann. Denn das Unterbewusstsein
weiß alles, aber du kommst so an das Unterbewusstsein nicht ran. Und das Unterbewusstsein hat mir immer Lösungen geschickt für meine Themen, früher oder später, manchmal hat es länger gedauert. Und das Unterbewusstsein hat schon die Lösung bereitgehalten und hat eine Verhaltensänderung bei mir herbeigeführt, die ich so mit Disziplin gar nicht hätte steuern können. Sehr schön, vielen Dank. Ja, wichtig wäre für mich auch zu wissen, die ganze Arbeitsweise in Sensedo, würdest du sagen, dass sie ganz praktisch ist? Weil du hast jetzt von Unterbewusstsein gesprochen, du hast davon gesprochen, Lösungen kommen, also du hast für dich selbst Lösungen gefunden. Ist das etwas, was man, wo man sagen kann, das findet zwar im Unterbewusstsein statt, das wird da rausgeholt, und aber diesen Zugang dazu, dass du den gefunden hast und dass das, ist das eine praktische Sache, die du direkt in dein Leben bringen kannst? Ja, dadurch, dass sich mein Verhalten geändert hat, durch die Lösung, die wir durch das Führen von Peter im Unterbewusstsein gefunden haben, wende ich diese Dinge ja ständig im Leben an, ob im täglichen oder immer, wenn ich es brauche. Ja, Wolfhard, kannst du dir vorstellen, es gibt ja viele Unternehmer, die einmal, denen ist der materielle, wirtschaftliche Erfolg sehr wichtig, klar, weil sie auch für ihre Familien, für ihre Unternehmen und für ihre Mitarbeiter eine Verantwortung haben. Die versuchen aber auch, sich spirituell und weiterzuentwickeln. Kannst du da eine Empfehlung sagen, was kann man da mit Sensedo in diesem Bereich machen? Also wie kann man den materiellen und den spirituellen Bereich miteinander verbinden? Ja, ich bin ja schon ziemlich lange in meinem Leben selbstständig und habe auch schon verschiedene Unternehmen aufgebaut und habe auch schon verschiedene Erfolge gehabt und habe immer wieder festgestellt, wenn ich in einem bestimmten Bereich erfolgreich war, dann habe ich irgendwie alles wieder eingerissen. Es ging immer hoch und runter, und zur Jahrtausendwende zum Beispiel, als die Börse so explodiert ist, da habe ich mit Krediten gehandelt und hatte plötzlich über 1 Million D-Mark, und als die Börse zusammenbrach, war ich so verhaftet, dass ich alles Geld wieder verloren habe. Und so eine ähnlichen Dinge haben sich mehrfach wiederholt, dass ich dann auf die Idee kam, meinen Sinn in der Spiritualität zu suchen. Habe verschiedene Sachen bei Tony Robbins und auch woanders mitgemacht, habe aber gemerkt, nur die Spiritualität bringt das auch nicht. Also muss ich doch erstmal rausfinden, warum ich alles aufbaue und wieder einreiße. Da habe ich dann mir Bücher besorgt, Geld und Spiritualität. Habe diese Themen behandelt und habe diese Themen zum Sensedo mitgebracht und habe auch manchmal so das kontrovers dargestellt. Dann wollte ich immer von einem in dem anderen springen. Geld ist gut, mal ist Geld schlecht und da ist das gut. Und in den Intervisionen und auch in den Gesprächen mit Peter habe ich dann begriffen, dass das Maß, die Balance zwischen beiden sehr wichtig ist. Das eine existiert nicht ohne das andere, und nur Spiritualität ist gefährlich und nur in der Materie verhaftet sein ist gefährlich. Und wenn man beides vernünftig miteinander in Einklang bringt und auch die richtigen Glaubenssätze dazu hat, dann hat man eine gute Grundlage fürs Glück gelegt. Und das ist das, was vielen Unternehmern Schwierigkeiten macht. Ich kenne ja viele, wenn ich von meinen Unternehmerfreunden anfange und sage, das hat das Universum gebracht und das ist Spiritualität und das ist gesetzmäßig und das ist kein Zufall, und dann zeigen die mir alle einen Vogel, die können sich sowas gar nicht vorstellen. Und überhaupt tun sich ja Männer generell damit schwer, sich spirituell zu outen oder damit zu beschäftigen. Und das ist eigentlich die größte Hilfe, dass man die Spiritualität und das Materielle auch für sich im Kopf in eine vernünftige Balance bringen kann. Und das ist mir hier gelungen. Genau. Du sagst gerade, es ist dir gelungen, Materie und Spiritualität. Also Spiritualität hat ja was mit Sinnfindung zu tun. Was hat das alles für einen Sinn, dass ich die Materie anhäufe? Wenn ich mehr Sinn darin finde, macht das mich auch glücklicher. Also das ist ja so der Hintergrund, dieses auch wirklich sich glücklicher zu fühlen.
Kannst du sagen, dass du durch Sensedo dieser Balance näher gekommen bist und dafür auch in deinem Leben einfach mehr Glück erfahren hast? Ja, auf jeden Fall. Meine Sammelleidenschaft sind ja die Schallplatten und Singles und CDs und alles, was es gibt von Frank Zappa. Und ich hatte Zeiten, wenn ich da was ersteigert habe und ob es ein Zeitungsartikel war oder auch alles, was damit zu tun hatte und ich habe es nicht bekommen, obwohl ich einen hohen Preis eingegeben habe, habe ich schlechte Laune gehabt und bin sogar so weit gegangen, dass ich knapp 100.000 Euro, die ich für eine Dachsanierung zurückgelegt habe, alles in Schallplatten gesteckt habe. Und dann lieber im Winter gefroren habe und irgendwann habe ich mir dann gesagt, ja, das ist ja eine Sucht, die mich steuert und ich habe ja meine Sammlung nicht mehr im Griff und gerade dieses, das war eines mit meiner Hauptthemen, die haben wir auf ein vernünftiges Maß reduziert und ursprünglich habe ich gedacht, die Reduktion oder die Bearbeitung wird so enden, dass ich meine Schallplatten alle verkaufe, mhm. Aber das war gar nicht so der Hintergrund. Das Ergebnis war eher, dass ich mich eher von meinem Haus oder von anderen Dingen trenne und meine Schallplatten als Erfüllung sehe, aber auch nur in bestimmtem Maß, so dass sie nicht mich beherrschen. Und das war immer wieder Gespräch und Thema in den Intervisionen und das war auch ein langer Weg. Und da habe ich jetzt auch meine Balance gefunden, die mir sehr wichtig war. Und die dich auch glücklicher macht? Ja, klar. Ja, also wo du dein materielles Streben, diese Dinge, die auch wichtig sind, dass du die hast, aber die Dinge, die dich auch wirklich glücklich machen, die dir was bedeuten, die dir Spaß am Leben geben, die Lebensfreude, dass du die trotzdem leben kannst, im vernünftigen Maß und das miteinander so verbindest, dass du heute sagen kannst, du bist heute, du hast vorhin das Wort gesagt, innere Freiheit, dass du dich heute einfach freier fühlst, dass du freier mit diesen Dingen umgehen kannst. Kann man das so zusammenfassen? Ja, so kann man das zusammenfassen. Ja. Wem würdest du jetzt Sensedo empfehlen? Jedem Unternehmer, der sich weiterentwickeln möchte, der sich in einer Situation befindet, wo er denkt, hier geht es nicht weiter und das ist alles scheiße und ich muss nur arbeiten und habe nur Stress und das macht keinen Spaß mehr. Durch die fortschreitende Globalisierung werden auch die Anforderungen immer höher, der Druck auf Unternehmer und Mitarbeiter wächst und es wird auch immer schwieriger, das den Mitarbeitern zu vermitteln und auch als Unternehmer selber da noch einen klaren Kopf zu behalten. Wolfert, da wo du angefangen hast, wenn du jetzt mal zeigen würdest, wie war das Level, als du mit dem Coaching angefangen hast, wie du uns kennengelernt hast, wo würdest du sagen, hast du da damals gestanden? Damals habe ich hier gestanden. Und wo stehst du jetzt? Schrittweise die drei Stufen hier oben. Mhm. Und was bedeutet dir das, wenn du jetzt beschreiben würdest, was ist diese Stufe? Diese Stufe ist für mich die innere Freiheit, selbst zu entscheiden können, was ich mache, was ich noch im Leben erreichen möchte. Ich bin in der Lage, meine restliche Lebensplanung endlich auf die Füße zu stellen und mich auch danach zu verhalten. Thank you.